Hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo, zurück mit unserem Let's Play Europa Universalis 4. Bei unserem Versuch, Böhmen zu einem Teil unseres Reichs zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie diese Personal Unions funktionieren. Ich habe das noch nie gemacht und noch nie geschafft. Aber ich hoffe einfach, dass es so funktioniert, wie ich mir das denke. So, wir sind in Heidelberg. Als nächstes werden wir versuchen, die Pfalz unter unsere Kontrolle zu bringen. Wir haben da wieder den guten Siege Leader, nämlich den Friedrich selbst. Prag geht eh vor sich hin, so langsam und sicher. Freundlicherweise haben die Ungarn auch damit weitergemacht, Pilsen zu erobern. Jetzt werden wir Olmütz, wenn wir noch versuchen einzunehmen. Das ist noch gratis quasi. Das kann uns keiner so schnell wegnehmen. Aber ich sehe gerade, die Ungarn kümmern sich auch um Schlesien. Das ist der Vasall von Böhmen. Ich weiß nicht, ob wir den automatisch mitkriegen. Ich bin drauf gekommen, ich habe jetzt natürlich Geld gekriegt von Nürnberg, aber ich werde Geld sparen, ich werde nicht weitere Gebäude bauen, weil wir wollen möglichst schnell die Renaissance bei uns haben. In Treviso und in Weißbern ist es schon relativ weit gediehen. Vor allem in Treviso. Da haben wir es schon fast. Wenn wir es im eigenen Land haben, können wir, wenn wir genügend Geld haben, es auf alle Gebiete ausbreiten. Und derzeit ist es so. Hey! Wir haben Prag schon gewonnen, das ist aber schnell gegangen. Derzeit ist es nämlich so, dass wir auf alle Tech-Costs minus 4% haben. Also ja, jede Technologie kostet uns 4% mehr, weil jedes Jahr, dass wir nicht die Renaissance eingeführt haben, kommt 1% dazu. Das heißt, mit 1. Jänner sind es dann plus 5% und so weiter und so fort. Das heißt, jede Technologie wird einfach immer teurer. Das heißt, wir wollen die Renaissance haben, mal abgesehen davon, dass die Renaissance uns Vorteile bringt. Das finde ich ja cool. Schafft ihr die Pilsener Belagerung alleine oder braucht ihr mich dafür? Ah, okay. Gibt es da oben noch ein Vor? Ich glaube nicht, oder? Das heißt, du gehst mal daher. Wir lassen unsere Verbündeten kämpfen. Ich versuche da möglichst keine Kämpfe zu führen. Das ist mir zu unübersichtlich außerdem. Genialerweise hören die immer wieder auf mit den Belagerungen, rennen irgendwo hin und dann machen sie wieder irgendwo anders weiter. Ah, das gehört Köln. Belagert wer gerade? Ah, Böhmen. Das ist noch nicht alles. Ach so, verstehe. Die haben da drei Gebiete, Köln sogar, bis du Org. Na gut. Unser Krieg läuft hier und hier. Finde ich cool. Und überall sind wir mittendrin. Hauptsache wir führen keine Kämpfe. Also Hauptsache wir kämpfen nicht. Nein, bist du doof? Du Idiot, du sollst da nicht... Ach Gott, ich hätte da einen Typen hinschicken sollen. Ich Trottel. Gott. Du. Daher. Gibt's ja wohl nicht.
Visigotischer Ungar. Kann er nicht einfach die Belagerung weitermachen? Nicht nur der Computer ist doof, wenn er gegen mich kämpft, sondern auch wenn er mit mir kämpft, ist er nicht besonders hell. Ja, Manpower haben wir leider keine mehr. Das eine Mal, dass wir da in die Nürnberger Truppen gerannt sind, das war natürlich besonders doof. Das hätten wir nicht machen müssen. Bla 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 bla. Ist okay. Minus 14%. Los, Friedrich. Mach sie alle. Ja, so war ja ein Verrat. Könnten wir rein theoretisch wieder Krieg führen. Wollen wir eigentlich nicht. Na super. Und da haben wir einen Disease Outbreak. Da macht den dümmeren Siege Leader. Schlesien ist auch schon hinüber. Müssen Ungarn in diesem Krieg gar nichts geben eigentlich. Finde ich gut. Okay. 30 Tage. Keine Truppen mehr. Na gut. Aber ich nehme mal an, den anderen wird es auch nicht wirklich viel besser gehen. Wobei wir könnten sogar nachschauen. More enemies und allies. Okay. Ja, wir sind die einzigen, die keine Manpower mehr haben. Vielleicht hätte man nicht ganz so viel Krieg führen sollen in letzter Zeit. Mal abgesehen davon, wir haben auch die meisten Truppen, die erhalten werden müssen. Ungarn hat auch noch circa so viele, aber die haben genau zwei Kriege geführt, nämlich die zwei, in die ich sie mit reingezahlt habe. Gut, ich habe auch nur einen Krieg mehr geführt, also so gesehen. Aber ja, ganz schön anstrengend, der zweite Krieg gegen den Papst. Weil wir ständig Wien belagert haben, oder versucht zu belagern. In dem Krieg passiert das überhaupt nicht, finde ich. Gut. Finde ich echt gut. So, du geht da hin. Könnten wir bitte Pfalz erobern, langsam. Boah, finde ich super, was Ungarn da macht. Die hauen da den Dings aneinander.
Nein, tun sie nicht. Sie versuchen es zumindest. Was auch nicht notwendig. In Wirklichkeit ist es nur notwendig, ihn zu beschäftigen. Ah, wäre schön gewesen, wenn die wenn Heidelberg jetzt gefallen wäre. Die zwei Truppen darüber schicken, werden die dann angegriffen von denen? Komm schon, Heidelberg. Wenn wir Heidelberg nehmen, können wir einen Frieden mit der Pfalz eingehen, bevor da Trier fällt. Ausgezeichnet. So, wie lange dauert denn das noch? Das sind noch 11 Tage. Und das sind noch 15 Tage. In 11 Tagen fällt das auf jeden Fall. Ich meine, Trier geht dann aus dem Krieg raus, wenn sie Trier verlieren. Ist natürlich blöd, wobei andererseits wurscht, es sind nur noch Aachen da auf seiner Seite. Und Trier ist jetzt nicht wirklich so wichtig gewesen in unserem Krieg, oder? Was haben die gemacht bis jetzt? Außer hübsch reingeschaut. Was nicht. Hat Trier noch Truppen? Da sind 1000 Mann. Was nein, das ist Köln. Wo ist Trier? Gibt es noch Truppen von Trier? Hat Trier noch Truppen? Naja. Fast 4000 Mann haben sie noch. Und im Gegensatz zu mir haben sie noch Manpower. Ich weiß zwar nicht, wo sie sind, diese Truppen, aber irgendwo, wenn da sind sie. Sehe sie schon. Wir könnten natürlich alle gemeinsam die da drüben angreifen. Wenn wir jetzt wieder erwarten, das Ding doch nicht fällt. Na, das war abzusehen, dass es fallen wird. So, warte mal. Ah, ich habe schon wieder vergessen, diesen Typen da einzusetzen. Kannst du irgendwelche Typen freisetzen? Warte mal, du hast ja drei. Die Oberpfalz gehört dir ja auch. Okay, ich will nochmal Geld von dir. Das habe ich gar nicht gewusst, dass du sowas auch hast. Sie haben gerade einen Kampf deswegen. Einfach for ongoing battles, ja. Ja. Und in der Oberpfalz gibt es vor allem ein Vor. Das ist natürlich doof. So, sollen wir uns da auch mit in die Schlacht stürzen? Da sind 18.000 von unseren gegen 26.000 von ihren. Wenn wir unsere 11.000 auch noch dazugeben. Wenn wir unsere 11.000 auch noch dazugeben, haben wir 29.000, sind mehr. Und derzeit haben wir auch einen Moralbonus. Ah ja. Riskieren wir. Riskieren wir. Ist natürlich blöd, weil da. Ah, warte mal, vielleicht können wir den aber ersetzen. Durch Bruno. Das ist eine gute Idee. Und du kriegst uns den Friedrich und gehst nach Pilsen. Also einen besseren Heerführer gegen den besseren Siegschlieder austauschen. Ah, da kann man nochmal 5000 Marks lang. Aber sie sind schwächer offensichtlich.
So, jetzt haben wir nämlich den Siegstieler hier. So, machen wir das. So, und nachdem wir jetzt am Schluss gekommen sind, stehen wir hinten und feuern die vorne nur an. Hopp, 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 hopp. Das heißt, die kriegen nicht einmal was ab von der Schlacht. Außer wenn die da vorne fliehen. Was sie natürlich tun. Und meine auch. Ah, wir haben aber trotzdem die Schlacht irgendwie gewonnen. Bist du irre, das war ein Gemetzel. Und Pilsen haben wir auch erobert. So, aber jetzt. Pfalz. Wie wär's mit Geld? Null Treatment. Military Access. Alliance mit Böhmen. Was hältst du davon? Nö. Keine. Auf keinen Fall. Ist uns das wurscht? Ja, es ist uns wurscht, weil wir haben Böhmen nachher sowieso als Teil von unserem Land. Und tschüss. 90 Geld sind 90 Geld. Ich will echt nicht mehr viel länger da weiter kämpfen. So, wo gehen die hin? Nach Trier. Das heißt, wenn wir denen folgen, haben wir vielleicht Glück und können sie noch stackwipen. Kann das sein? Nein, die gehen weiter. Schade. Das heißt, auf nach Aachen. Bist du da nach Aachen? Jo. Wir gehen nochmal nach Koblenz. So, wollen wir noch einen Frieden mit Aachen machen? Oder? Ich meine, mittlerweile müsste eigentlich hier der Frieden angenommen werden, oder? Union with Bohemia. Was bedeutet das? A total of... Wir kriegen 10 Dings. Venedig und Böhmen sind mir egal, weil Böhmen ist dann sowieso in der Union und Venedig hasst mich sowieso. Kostet uns 0 Diplomatiepunkte. Und Böhmen wäre dann Teil unserer Union. Was auch immer das bedeutet. Als brauchen sie dann nicht mehr, weil dann sind sie ja Teil von unserer Union. Oder? Was hast du denn noch? Geld verlange. So, ein bisschen weniger. 82%. Dann würden sie das machen. Pfeif auf Aachen. Das dauert nur lange und viel Geld kann man von denen sicher nicht holen. Du gehst zurück nach Tirol. Nach Wien. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Bla 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 bla, fein. Okay. Formed a personal union with Bohemia. They have sworn their complete allegiance to us, allowing us to rule our nation as one. Only good can come of it. Okay. Das heißt, wir haben das erste von den Kronländern mal eingenommen. Und wir kontrollieren Böhmen. Schau dir was an. Das ist ja einfach gegangen. Austria gets Kingdom of Bohemia.
giving the following effect. Yearly legitimacy plus 1. Imperial Authority Growth plus 10%. Finde ich gut. Und wir kriegen einen Permanent Claim on Silesia. Finde ich gut. Unser nächster Auftrag wäre Control Bohemia. Also nein, Recover Silesia. Okay. Finde ich gut. So, noch irgendeine Mission ist fulfilled. Welche denn? Ah, Acquire Subject. Okay. Aber die machen wir erst, wenn wir sowohl Böhmen als auch Ungarn versuchen einzugliedern. Weil da werden die Kosten für das Annektieren viel geringer. Wir machen das gleiche nämlich nachher mit Ungarn auch noch. Da haben wir noch ein paar Zeit mit Ungarn. Boah, finde ich cool. Too many diplomatic relations. Okay, das heißt, wir müssen wieder irgendwas kübeln. Gut, an und für sich wollen wir die Allianz und die Royal Marriage mit Ungarn kübeln. Während Böhmen, okay, Böhmen werden wir jetzt einmal als erstes Improve Relations machen, okay, doch nicht. Das machen wir mal mit Urbino, mit Böhmen machen wir es danach. So, ist Böhmen überhaupt noch ein... Ja, Böhmen ist noch ein Lektor. Finde ich interessant. Finde ich interessant. Sie sind noch immer Elektoren, obwohl ich jetzt Böhmen bin. Und vor allem, das Interessanteste finde ich, sie wählen mich gar nicht. Wobei, wer weiß, wie das ist, wenn wir nächstes Monat haben. So, außerdem habe ich jetzt too few rivals. Venedig rivalisiert mich noch immer. Echt jetzt? Ich kann auch immer Rivale von Venedig sein, obwohl Venedig so ein modiges kleines Bimbo-Land ist. Die Mamelucken rivalisieren mich. Frankreich. Frankreich will ich definitiv nicht als Rivalen. Die Osmanen aber eigentlich auch nicht. Die sind am Anfang ziemlich stark. Einiges stärker als wir. Wir könnten Mailand rivalisieren, bist du arg. Ungarn könnten wir rivalisieren. Die sind alliiert mit uns, geht das überhaupt? Wenn wir das machen würden. Burgund wäre natürlich auch nicht schlecht, und zwar deswegen, weil... Ah, Mist, das wollte ich nicht, das wollte ich. Burgund besitzt relativ viele Gebiete vom Heiligen Römischen Reich. Die beiden hier. Also nein, nicht nur eines ist Franche-Comte. Aber da oben, diese Gebiete sind alle unter der Kontrolle von Burgund. Die direkt und die indirekt, weil sie ihre Vasallen sind. Die sind alle nicht Teil von unserem Heiligen Römischen Reich. Und Luxemburg gehört auch zu Burgund. Das heißt, mit Burgund wollen wir sowieso relativ bald Krieg führen. Das heißt, Burgund ist ein guter Gegner. Sind noch dazu relativ schwach zur Zeit. Ich glaube, Burgund ist ein guter Konkurrent oder Rivale. Wen haben die als Verbündeten? Hamburg. Oh. Das ist ja süß. Okay, wir nehmen Burgund, solange es noch geht.
bisschen Chicken. Bock, 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 bock. Wir nehmen die Schwächsten unter den möglichen Gegnern. So, du gehst schon zurück. Passt. Ja. Böhmen ist unzufrieden. Können wir die irgendwie zufrieden machen? Grand Province, Grand Core. Enable Support Loyalists. Okay. Das ist, glaube ich, ein Bug. Machen wir glatt. Enable Embargo Rivals. Ah. Ja, ich will, dass ihr meine Rivalen boykottiert. Enable Scutage heißt, dass sie nicht mitkämpfen würden, uns aber mehr Geld geben würden. Das ist aber doof, das mag ich nicht. Das brauchen wir alles nicht. Placate Ruler können wir da nicht machen, weil wir sind der Ruler. Wir haben jetzt einen Enable Support Loyalists. Ah, das heißt 10% von unserem monatlichen Einkommen geben wir dafür aus. Derzeit ist das Einkommen aber praktisch null und deswegen geben wir nichts aus. Aber sobald sie natürlich loyal sind, verstehe, wird das natürlich unangenehmer, weil es teurer wird. Gut, aber wir werden nächstes Monat einfach anfangen, unsere Meinung mit ihnen zu verbessern. Das sollte auch helfen. So, wie ist es mit dem Institution Spread? Hey, wir haben die Renaissance präsent. Uhu. Das ist noch nicht genug. Aber dadurch, dass wir es hier haben, sollte es hier auch schneller gehen, oder? Ja, plus 0,7. Das heißt, das wird jetzt alles sehr viel schneller gehen. 0,58. Das Problem ist, das wird nicht viel helfen hier, oder? Was da haben, gehört es wäre noch super, wenn wir es schon hätten. Naja, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Müssen wir es jetzt eigentlich auch nur, müssen wir jetzt nur für uns zahlen oder auch für unsere Nachbarländer, also für Böhmen? Schwer zu sagen. Wieso haben wir jetzt da plus 0,23%? War das nicht vorher weniger? Nur 0,21? Was haben wir gemacht, das jetzt besser ist? Das ist auch besser. Vielleicht haben wir da irgendwas. Positivste. Peace vielleicht. Plus 10%. So, das ist nur das, oder? Sonst nichts. Ja. Das heißt, wir werden das da mal abdrehen. So, zu unserem Diplomatic Reputation. Das mache ich in der Pause. Ich werde jetzt mal aufhören für heute. Sag euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes.